eine Ganztagsschule und bieten allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, in der Mensa täglich von 8:30 bis 14 Uhr Brötchen, Getränke, Süßigkeiten und kleine Snacks zu kaufen. Ein warmes Mittagessen gibt es von Montag bis Donnerstag. Die Schulmensa wird von der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück und ihrem Team betrieben und bietet Platz für ca. 100 Schülerinnen und Schüler. Für eine Teilnahme am Mittagessen ist eine Anmeldung in Form eines Mittagessen-Abos Voraussetzung. Alle Informationen dazu und die Formulare stehen auf unserer Homepage unter Service sowie im Bereich Anmeldung zur Verfügung. Im Anmeldeformular brauchen wir die persönlichen Daten. Bei Auswahl des Mittagessenangebotes gibt es die Möglichkeit, Essenstage von Montag bis Donnerstag zu wählen. Außerdem kann man die Art des Mittagessens wählen. Nur vegetarisch, kein Schweinefleisch, ohne Einschränkung. Am Freitag gibt es keine warme Mahlzeit. Ein Speiseplan wird immer aktuell auf der Homepage veröffentlicht. Wie bei der Anmeldung angegeben, gibt es jeweils ein vegetarisches Essen oder bei Bedarf auch ein Essen ohne Schweinefleisch. Wichtig sind deshalb in dem Formular die entsprechenden Angaben zu den Tagen und besonderen Essenswünschen. Genauso wichtig sind in dem Formular die Angaben für das Lastschriftverfahren. Wir ziehen zum 3. eines jeden Monats den Betrag für den Folgemonat ab. Für Leistungsberechtigte des Bildungs- und Teilhabepaketes BUT werden die Kosten voll übernommen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Anträge rechtzeitig mit einem aktuellen Leistungsbescheid in der Schule eingereicht werden. Bei fehlenden Anträgen bzw. Unterlagen entfällt der Anspruch auf Kostenübernahme und es wird der volle Betrag für das Mittagessen-Abo von Ihrem Konto abgebucht. Daher ist in jedem Fall die Angabe der Kontoverbindung und die Zustimmung zum Lastschriftverfahren erforderlich. Ich bin Frau Schomaker und stehe als Schulsachbearbeiterin für alle Fragen rund um das Mittagessen-Abo per E-Mail, Telefon und auch vor Ort im Büro B0.112a zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind auf unserer Homepage zu finden oder auch am Ende dieses Videos. Mein Büro befindet sich im Erdgeschoss des Verwaltungstraktes der Oberschule am Sonnenhügel. Einfach am Sekretariat vorbei und dann die erste Tür rechts. Wenn alle Unterlagen bei uns vorliegen, erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Mensa-Ausweis. Auf diesem Mensa-Ausweis stehen die angemeldeten Tage sowie besondere Essenswünsche für ihr Kind. Dieser Ausweis wird bei der Essensausgabe kontrolliert. Hallo, ich bin Aya und erkläre euch heute einmal kurz unsere Schulmensa. Für das Mittagessen nimmt sich jedes Kind ein Tablett, legt den Mensa-Ausweis drauf, stellt sich in der Schlange an und sagt jedem Mitarbeiter, wie viel und was er es zum Mittagessen haben möchte. Dann geht es mit dem Essen zu einem Sitzplatz und guten Appetit. Nach dem Essen bringt jedes Kind sein Tablett sowie das Geschirr und Besteck zu den Geschirrstationen. Weil wir viele Schülerinnen und Schüler zum Essen in der Mensa haben, sind einige wichtige Regeln zu beachten. Diese gemeinsamen Absprachen findet man in unserer Benimmregeln wieder. Darin steht, was für ein Verhalten wir in der Mensa voreinander erwarten. Vielleicht gehen Sie diese Benimmregeln einmal mit Ihrem Kind gemeinsam durch. Herzlich willkommen in der Mensa des Schulzentrums Sonnenhügel.